Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Block Tycoon. Wir sind bei Leben Nummer 7, okay? Das heißt, wir haben das letzte Leben zu Ende gespielt. Off-Camera plus habe ich nochmal eins weiter gespielt und jetzt sind wir im 7. Das heißt, wir haben alles freigeschaltet. Das heißt, wir können heute das erste Mal machen die Drachenfrüchte. Lass mich die kurz raussuchen. Das sind hier für die ganzen One Piece Fans unter uns. Die Drachenfrüchte. Das wird sehr, sehr wild. Nee, Teufelsfrüchte. Oh nein, es steht tausendmal in die Kommentare. Sehr Teufelsfrüchte, Leute. Wir beruhigen uns alle. Gab es aber ein Update und zwar gibt es jetzt den Eisendrill. Und warum der so krass ist, zeige ich euch. Bisher waren die Drachenfrüchte das Beste. Das heißt, 256 Millionen in 10 Sekunden, die kannst du aber nicht weiter verarbeiten, okay? Ist eine Menge, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, okay? Eisenfarm liefert aber 1 bis 4 in 10 Sekunden. Sagen wir mal die Hälfte, also 2, dann wären das 60 Millionen. 60 Millionen ist ja auf jeden Fall weniger als 256 Millionen. Lohnt sich doch gar nicht. Wir können das Eisen nämlich einmal in den Iron Refiner tun. Ne? Dann sind wir 2 nicht vergessen. Dann sind wir schon bei 250 Millionen. Dann können wir das in diese Iron Schmiede packen. Dann sind wir bei 2 Lava-Eimern. Ne? Dann können wir das hier reinpacken. Dann sind wir bei 1 Milliarde. Wegen 2 Lava-Eimer, 1 Milliarde. Und dann sind wir hier bei... Hey, da verliert man ja, warte, 1 Milliarde, 2 Eisenbarren. Ah nee, hier kann man das anders verarbeiten. Ah, lohnt sich das? Hey, das lohnt sich. Doch, das lohnt sich das? Nee, das ist ja genau das Gleiche. Das ist ja genau das Gleiche. Blockcaster und Ingotcaster, das ist ja... Ja, das ist tatsächlich genau der gleiche Block. Gut, aber auf jeden Fall seht ihr, dass wir dann ungefähr 4-mal so viel Wert haben. Das heißt, das Update ist fett. Was haben wir in unserem... Also es gab ein Update. Hier sehen wir jetzt außerdem, wie viel Cash wir pro Sekunde machen. Und vom Prinzip her kennt ihr alles, was ich hier wieder gebaut habe. Ist alles alter Käse. Das Einzige, was ich jetzt neu gelernt habe, war Folgendes. Ich habe ja hier eine Menge Charts, ne? Eine Menge Charts-Farm. Jetzt habe ich hier sehr viele Giant Crafting Stations gebaut, damit da am Ende auch wirklich diese Säulen rauskommen, die den maximalen Wert haben, ne? Aber das hat nicht so richtig funktioniert. Das hat er nicht so richtig genommen. Das hat so ein bisschen rumgebackt. Und deswegen habe ich hier das erste Mal mit einem Stacker gearbeitet. Der gibt immer 16 raus, weil jedes dieser Geräte braucht immer 4. Ihr seht das auch, da werden immer 4 abgezogen. 16, 12, 4. 16, 12, 8, 4. Und nur wegen diesem Block funktioniert diese Farm. Sonst würde die gar nicht funktionieren. Und deshalb, falls ihr euch wundert, ja, Benson, es werden doch eh nur die ersten 3 Blöcke bedient. Die stehen doch alle still. Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Das habe ich dann auch erst gelernt. Also die sind alle sinnlos, die könnte man alle abreißen. Aber ist auch egal. So, dann kümmern wir uns mal zuerst um die Drachenfrucht, ne, würde ich vorschlagen. Aber wir müssen auch Platz, ich würde sagen, wir platzieren die wirklich hier so ein bisschen auf enge Welle. Okay, jetzt fliegen die Teufelsfrüchte hier runter, würde ich sagen. Ach, der muss erst wachsen und produziert dann, wenn er einmal gewachsen ist, quasi nonstop. Okay, ich verstehe. Aber kriegt man die nicht? Nee, das scheint wirklich die effizienteste Art zu sein. Warte mal, Devil, 4,8. Wir können uns da... Oder wir kaufen uns noch Goldäpfel. Das ist... Aber wozu? Die sind ja viel weniger wert. Macht ehrlich gar keinen Sinn. Wir brauchen uns auch einen, Leute. Warum nicht? Oh, okay, der ist riesig. Der ist riesig. Aber wie nah kann ich den daneben platzieren? Könnte ich jetzt... Oh Gott, der ist ja absolut riesig. Hilfe. Oh, doch, da hängt eine blaue Frucht. Komm, oh, da sind 2. Okay, das heißt, es wachsen... Oh, da ist er. Ey, Yuga Kukachamba, du bist runtergefallen. 2,65 Millionen. Boom. Die blaue ist schon wieder gewachsen, die orange ist nicht mal gedroppt. Hallo, 10 Sekunden. Oder sind 10 Sekunden noch nicht rum? Bin ein bisschen nervös, Leute. Was machen wir jetzt mit dem Baum? Jetzt muss ich das dann nochmal bauen. Wir haben eine orangene Teufelsfrucht. Genau, wir brauchen Steine. Das heißt, oh, das könnte jetzt ein bisschen zum Laggen bringen. Wir müssen ganz kurz unsere Cobblestone Generator. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, weil ich habe für diese Mine habe ich auch sehr viel Steine gebraucht. Das heißt, ich kann mich jetzt einfach hinstellen, chillig Steine sammeln. Ein bisschen was droppt runter, aber das meiste können wir einsammeln. Dann kann ich die Teufelsfruchtfarm mit dem Doppelbaum-Setup fertig bauen und dann können wir uns dem eigentlichen Abenteuer widmen der heutigen Folge. Den Eisenminer. Das wird krank, das wird krank. Vielleicht heute Rangliste. Es könnte heute Rangliste geben. Flankt auf jeden Fall den Like-Button. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, Leute. Ich bin gespannt, ob wir es heute schaffen. So, dann müssen wir hier jetzt einfach die Fließbänder so bauen, wie die es gemacht haben. Und jetzt hier diesen. So. Das müsste doch jetzt passen, oder? Aber die fliegen irgendwie hier runter. Das ist Käse. Das ist Käsebrot. Wir müssen hier so eine kleine Barriere machen. Ah, da hat die perfekt geklappt, habt ihr gesehen? Und hier, damit das auch schick aussieht, machen wir direkt noch unten eine weitere Barriere. So.
Jetzt fliegen sie über das Verkaufsding. Das ist natürlich auch nicht Teil des Deals. So, jetzt sollte eigentlich alles picobello sein. Wir haben 3 von denen, 2 von denen. Über, wir machen 132 Millionen die Sekunde. Das ist ja komplett krank viel. Okay, doch, Junge, die haben sich so verbunden. Das sieht komplett wild aus. Da müsste jetzt eigentlich alles hinhauen. Jetzt haben wir ein schönes Dual-Teufelsfrucht-Setup. So, jetzt haben wir hier noch den ganzen Plot frei. Ja, es macht eigentlich sogar Sinn, ein neues Leben zu starten. Na, dann brauchen wir zu lange, um uns das wieder zu erspielen. Eisendrill, okay. Wir gehen direkt mal in ein Doppel-Eisendrill-Setup und starten das wirklich ganz hier am Rand. Wir müssen wirklich eigentlich hier perfekt an den Rand, damit wir zwei... Oh, der hat, ich habe das schon wieder falsch gebaut. Ich bin doch komplett bescheuert. Damit wir wirklich zwei Setups hier nebeneinander kriegen, ne? So, und jetzt gehen wir einfach hier dazwischen. So, okay. Jetzt brauchen wir erstmal ein Geldfeld, weil wir können uns ja gar nicht leisten, das alles zu verarbeiten. Oder warte mal, können wir uns wohl? Brauchen wir wahrscheinlich erstmal mehr Eisenfarmen. Wir investieren da sofort. Die werden sich ja eh sehr... Ich habe die wieder falsch gebaut. Wie kann man denn fünfmal hintereinander das Ding falsch bauen? Benson! Bist ein bisschen nervös hier auch, ne? Zack, so, meine Güte. Und hier kommt jetzt das Geldfeld hin. Und bupp. Das ist ja wirklich, da verdiene ich jetzt mich dumm und dämlich. Alter, wir sind direkt auf 70 Millionen ist hoch. Aber wir haben jetzt ein bisschen Item-Limit-Probleme. Was? Ja, ich würde am liebsten, nee, die macht schon, ich würde eigentlich am liebsten das hier abbauen. Das ist zwar eine geile Farm, aber die produziert leider sehr viel Müll. Und das können wir aktuell nicht gebrauchen. Wir machen mal eine Seite aus. Die andere lassen wir an. Das sollte schon gut was ändern. Es wird nur noch die Hälfte abgebaut. Das sollte jetzt schon ein bisschen sinken. Ansonsten machen wir sie komplett aus. So, aber die ist jetzt geldtechnisch nicht mehr so wichtig. Wir haben jetzt hier diese Eisenfarm. Das ist komplett overpowered. Der vervierfacht den Wert. Hä? Teuer ist denn der? 2,5B, Alter. Geshoppt habe ich den. Hä, warum ist der so billig? Das ist ein Bug. Das ist ja komplett nicht durchdacht, oder? Und jetzt können wir direkt die Iron Forge auch schon bauen. Weil wir das jetzt hier zu platzieren, macht ja keinen Sinn. Weil wir werden natürlich noch ganz viele Eisenfarmen hier platzieren. Das heißt, wir gehen erstmal, gehen wir wirklich den ganzen Weg hier runter. Und ich würde sagen, hier beginnen wir dann erst mit der Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das noch... Wie viele Geräte müssen da hin? Eins, zwei, okay, da müssen schon 4 Geräte, da brauchen wir schon ein bisschen Platz. Wir machen ein bisschen auf sich, das muss ja jetzt auch nicht auf den Millimeter ausgereizt werden. So, hier kommt jetzt, ach, das ist so schräg. Das ist ja Übermüll, warum ist denn das jetzt so schräg? In, out? Wie soll ich denn das verbauen? Scheiße. Da machen wir, nee, das stört, ich hätte die andersrum bauen müssen, die Farm. Egal, wir können die ja noch easy anders, nee, da habe ich jetzt aber echt keinen Bock zu. Wie machen wir das, Leute, wie lösen wir das Problem? Das Ding ist, das ist fast 1-1. Also, selbst... Warte mal, ich kann euch das mal zeigen. Ich denke, selbst diese drei müssten eigentlich schon den Refiner überfordern. 2, 1, 4... Oh Gott, nein, 5. Es ist so, 3 sind schon so viele, der schafft nur 2. Deswegen ist er auch so billig, weil du 1000 Stück davon brauchst. Nee, das ist ja ganz Bruch. Oh Mann, ey. Da müssen wir ein ganz wildes Setup reißen jetzt. Da müssen wir ganz komplex denken. Okay, was kriegen wir hin? Boah, ich wusste gar nicht, dass das jetzt so anstrengend wird. Okay, okay, warte. Also erstmal reißen wir den ab, weil der schafft nur 2. Wobei selbst 2 wird eng, ich sag's wie es ist. Es wäre aber besser, wenn wir es eigentlich andersrum bauen würden. Wäre, glaube ich, ein bisschen entspannter. Weil dann können wir... Ja, so machen wir das, perfekt. Da brauchen wir ganz viele kleine Farmen jetzt auch tatsächlich. Das gleiche machen wir jetzt nochmal hier. Jetzt platzieren wir nochmal. Warte, den Refiner machen wir jetzt. Ja, so ist doch perfekt, oder? So, jetzt machen wir hier wieder raus. Hier landet das irgendwie so nervig in der Mitte. Das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt platzieren wir hier wieder 2 Eisenminer. Das heißt, ich muss einen zweiten Eisenminer kaufen. Den kann ich mir auch leisten. Ich kann mir sogar noch einen leisten. Den platzieren wir dann hier. Ja. Jetzt kommt... Aber ich brauche 2. So, jetzt kommen hier... nein, schnell weg, nicht, das soll nicht da lang fliegen. Zack, 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 zack. So, ne? So müsste es doch perfekt hinhauen. Kommt da was raus? Aha! Da kommt sowas von was raus. Wir haben aber leider keinen Cellblock mehr. Verdammt. Okay, warte, dann machen wir erstmal eine provisorische Lösung, solange wir noch nicht weitergehen. Und connecten das, dass das da auch reinfließt. So. Und das bauen wir jetzt den Weg lang.
Das sieht doch gut aus. Wie viel verdienen wir? Ey, wir knacken die 100 Millionen, Alter. Ich kann noch einen Iron Miner kaufen, oder? Warte, erstmal müssen wir noch einen Iron Refiner kaufen. Da fehlt mir nämlich einer. Und jetzt brauchen wir noch einen weiteren Eisenmanger. 7B kann, ist ja jetzt so eine Frage von Sekunden, Alter. Guckt euch meine Moneten an. Es ist komplett krank. Wir hitten die 100 Millionen. 100 Millionen pro Sekunde, Leute. Hättet ihr das mal gedacht. So, jetzt kommt der Refiner wieder hier hin. Ne? Into das hier. Und das hier. Und das hier. So ein ausgeklügeltes System, seid ehrlich. Seid ihr stolz auf mich ein bisschen? Ah, warte mal, nee, das ist ja, ich habe einen Fehler gemacht. Warum verdiene ich plötzlich 300 Millionen? Ich habe doch gerade 100 verdient, hä? Als ob das so viel ausmacht. Nur weil ich ein Doppelding hier dazu geballert habe. Das ist ja komplett wild. Die können wir alle abbauen, die brauchen wir nicht mehr. Alles weg damit. Jetzt wird es sich aber schon lohnen, die Farm... Ach man, ich bin wirklich so eine Blinse, ich baue ja dauernd Gras ab, obwohl ich das gar nicht will. Die Farm schon weiter zu bauen. Wir gehen weiter, wir gehen eine Stufe weiter. Wir haben ja jetzt den... Ach, da brauche ich auch Kohle. Ah. Jetzt wird's kompliziert, Leute. Heilige Mutter. Wie viel produziert der denn? Ist der besser? Der schafft ein Eisenklumpen pro Sekunde. Das heißt, eine Iron Forge schafft 3 Iron Refiner. Das passt ja perfekt. Haben wir doch perfekt hinbekommen. Das heißt hier, oh nee, das ist jetzt ganz stressig, Leute. Es ist ja kein Wunder, dass das so viel gibt. Das ist ja auch komplett stressig. So, jetzt diese Eisenmine. Jetzt haben wir hier das Inn. Jetzt kommt da das Eisen rein. Ne? Und jetzt müssen wir da Kohle rein scheppern. Das ist ja komplett wild. Das heißt, wir brauchen einen Kohledrill. Ja, hier habe ich ein bisschen eng gebaut. Warte mal, das muss eins weiter. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich jetzt hier baue. Aber ich will halt Platz sparen. Das ist halt das Wichtige. Aber dann haben wir natürlich auch ein sehr extremes Item-Limit, ne? Das ist ein bisschen, da müssen wir vielleicht mit Item-Stacker arbeiten. Das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen klüger. So, und jetzt machen wir zack, zack. Nee, das war falsch. Zack. Ja, jetzt läuft das halt durch die ganze Map, die ganze Kohle, ne? Weiß ja nicht, ob das so klug ist. Wir werden es herausfinden. So, wie viel hatte ich gesagt, braucht einer? 2, 3, 4, 5, 6. So. Das müsste jetzt eigentlich genug sein. Jetzt fließt das durch die ganze Map, ey. Scheiße. Ich glaube, wir müssen alles ausmachen. Wir müssen alles wegreißen. Oder ich stack da einfach... Nee, manuell Kohle dahin stacken ist Quatsch. Das macht keinen Sinn. Wir müssen wirklich alles hier wegmachen. Wir dürfen keine Blöcke mehr produzieren. Wir sind hier komplett am Item-Limit gleich, wenn das mit der Kohle losgeht. Das heißt, Pilz müssen wir leider auch stoppen. Indem wir das hier auf 32 setzen, müssten wir es ein bisschen entschärfen eigentlich. So. Guti. Boah, die kann ich eigentlich... Ich bin ganz ehrlich, Leute, die reißen wir auch mal ab. Das reißen wir dann später eh komplett ab. Aber das sind hier alles Blöcke. Das können wir nicht gebrauchen, Leute. So. Jetzt haben wir schon... Wir haben es gefühlt gar nicht reduziert. Das ist wegen diesen nervigen OP-Minen hier, ohne Witz. Guck mal, wie viel da reinscheppert. Na gut, aber wir sind noch nicht am Limit, also alles gut. Die Kohle wandert hier kontinuierlich. Jetzt müssen wir das da rein... Ja, aber Liquid Iron. Ja, okay, macht ja auch Sinn. Ist ja Liquid Iron. 1B können wir uns leisten, gar kein Problem. Oder wir holen uns den Blockcaster. Aber das bringt uns vom Prinzip her nichts. Das ist eigentlich Schnurzpiep. Okay, jetzt müssen wir den irgendwie da so rein platzieren, dass das... Warte mal, hier so. In. So, ah, das verbindet sich dann so. Ach, und jetzt kann ich quasi 2 da reinladen. Und dann geht es schneller. Okay, und da muss jetzt das Verkaufsfeld hin. Boah, fließt die Lava ab oder kein Bock, sagst du? Ich denke, die Lava fließt nicht ab. Scheiße, müssen die mal kurz... Jetzt fließt es ab. Ach, da ist aber auch ein Rohr. Warte mal, fließt das da noch raus oder? Nee, dass das noch Überbleibsel. Okay, und da sind jetzt unsere Eisenbarren. Ist das ein... Das kommt ja so schräg raus. Wir brauchen 2 Verkaufsfelder. Das ist ja verhext. So, zack. Oh. Jetzt müsste das komplett krank ansteigen eigentlich, wenn es sich ein bisschen eingegroovt hat. Junge, das ist so, das muss man so kompliziert bauen. Ich bin anders gebrochen. Hier muss die Kohle rein. Aber hier muss ja erstmal... Ja, das ist ja jetzt überkreuzt alles. Wie machen wir ditte, Leute? Das geht ja gar nicht. Ich muss das so als mit Überführung und so ein Scheiß... Wartet mal, doch, wir kriegen das hin. So, das kommt nämlich hier raus. Boah, es gibt mit Sicherheit bessere Layouts. Kann ich mir vorstellen. Also erstmal können wir das hier ja schon mal verbinden. So, zack, 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 damit da schon mal die... Ah, warte mal.
Ja, das ist ja jetzt tatsächlich ein Problem. Wie kriegen wir es hin, dass ein Teil der Kohle dahin fließt, aber halt nicht alles? Un problemo compodolisto. Na, warte mal, das deckt sich ja. Also können wir vom Prinzip her ditte wegmachen. Dann machen wir, das machen wir komplett die Connection weg. Ne? Ich denke, wir müssen hier mal die Steine rausfiltern. Das ist ein bisschen nervig. Das heißt, wir machen hier einen Itemfilter rein. Zack. Gott, ich habe 12 Eisenbahnen im Winter. Zack. So, da kommt alles durch, außer so ein Clean Stone hier. Die habe ich sogar im Inventar. Clean Stone machen wir dahin. So, und was benutzen wir denn da jetzt? Einfach ein Verkaufsfeld? Ich meine, das wird sich ja niemals rentieren in 100 Jahren nicht. Aber okay, egal. So, und dann verkaufen wir den Stein einfach direkt. Und damit der nicht so nervig da immer Stress macht, ne? 8 Dollar. Wie viel müssen wir verkaufen, um 20 Millionen wieder reinzuholen? Auf jeden Fall eine Menge. So, jetzt kommt clean nur die Kohle hier durch. Ne? Das ist auch fürs Item-Limit. Oh, das Item-Limit ist aber entspannt. Guck mal, ne? Ist krass. So, Eisen. Okay, Eisen stackt sich hier. Jede Sekunde sollte diese Eisenschmiede kippen. Kippen, kippen, kippen. Okay, das heißt, die läuft jetzt auf Max Speed. Das heißt, die Mission ist es jetzt, hier den Blockcaster hinzumachen. Weil da kannst du mehr ver. Naja, du kannst eigentlich genau gleich viel verarbeiten, ne? Das ist eigentlich Käse. Wie machen wir das? Weil wenn ich jetzt hier die Schmiede auch andocke, das Ding ist ja schon nonstop am Pressen. Nonstop. Also da ist ja gar kein Platz für eine zweite. Das ganze Konzept hier ist eigentlich Quatsch. Weil dann würden wir nicht mehr rauskriegen. Verstehe. Müssen da gucken, wie wir das machen. Mal sehen, muss ich es jetzt einpegeln. Wir sollten wirklich krank viel verdienen. Warte mal, man kann ja vom Prinzip ausrechnen, wie viel man verdient. Also wir verkaufen pro Sekunde 512 Millionen. Das heißt 512 mal 60. Aber das haut ja, guck mal, das haut ja vorne und hinten nicht hin eigentlich. Wir müssten ja jede Sekunde so ein Eisending verkaufen. Ja, es ist nicht ganz jede Sekunde, ne? Es dauert schon ein bisschen. Vielleicht so alle 2 Sekunden. Denkt ihr, das geht noch schneller? Also haben wir hier ein Problem. Kohle vielleicht. Nee, Kohle stackt sich. Jetzt gehen wir mal, warte mal, das muss auf Höhe. Jetzt müssen wir kurz überlegen, wie wir es machen. Das Ding ist, wir können eigentlich, wir brauchen 6 Eisendrills für unsere zweite Anlage sozusagen. Dann brauchen wir eine Schmiede, ein Ingot. Achso, haben Schmiede hatten wir sogar schon. Ein Ingot-Caster natürlich. Wir brauchen außerdem noch 2 Cash-Felder. Bum, bum. Und dann sollten wir eigentlich schon fertig sein. So, das heißt jetzt hier Eisen. Oh, falsch. Ich lerne es aber auch nicht. Und jetzt gehen wir hier direkt hoch. Jetzt kommt die Eisenschmiede. Da kommt hier das Eisen rein. Ne? Perfecto compuesto. Und hier kommt jetzt die. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Mode, ne? Gibt es irgendwie einen Splitter? Wir bräuchten einen Splitter. Das gibt es, Item-Splitter. Ja, okay, jetzt kommt halt an der dritten Stelle auch Kohle raus. Das können wir natürlich auch nicht gebrauchen. Warte mal. Mann, weil ich das so an den Rand gebaut habe, ist ein bisschen ärgerlich. Man kann, ich habe gerade gelesen, du kannst mit dem Stacker, kannst du tatsächlich einen Block auch blockieren. Das heißt, wir müssen irgendwann mal hier einen Schlenker machen. Sieht jetzt nicht schön aus, Leute, aber es geht ja hier auch um Cash machen. Und jetzt können wir einfach hier nämlich den Block platzieren. Und jetzt, das macht aber, ja, macht Sinn, doch, das macht Sinn. Jetzt gehen wir, hier gehen wir wieder so. Und jetzt können wir hier quasi da einfach nochmal weitermachen. Und hier, ich brauche tatsächlich neue Fließbänder. Mein Gott, ich habe 1 Million Fließbänder schon in meinem Leben gekauft. So, und jetzt können wir einfach mit denen, die hier landen, können wir einfach geradeaus und das kommt weg. Das ist auf jeden Fall die mit Abstand komplizierteste Farm. So, jetzt haben wir das zweite. Und guckt euch das mal an, was ich hier für eine Apparatur bauen musste. Das ist ja komplett krank, ey. Mann, 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 Alter. Das ist ja, diese Kohlefabrikate erzeugen die Kohle, ne? Es deckt ein bisschen was raus, das soll natürlich nicht sein. So. Dann wird hier die Kohle Hälfte-Hälfte gesplittet, damit beides versorgt wird. Ja. Hier wird dann Eisen. Beide braten auch nonstop oder schmieden nonstop, schmelzen nonstop. Ne? Das beides läuft wirklich auf Anschlag. Das ist perfekt. Und wir hitten die 700 Millionen. Aber kann man, das kann man nicht weiter steigern. Ne? Das ist wirklich diese 500 Millionen pro Sekunde oder 2B in 4 Sekunden, was aber ja das Gleiche ist. Das ist wirklich das Limit, ne? Mann, wir hätten ja nicht mal ein B. Das muss noch. Okay, wir haben natürlich auch nicht den ganzen Plot, ne? Das muss ein bisschen größer noch gebaut werden. Wir können ja einfach auf dumm
Das lohnt sich ja so gesehen auch. Wartet mal, wie lang braucht es, ist mal eine interessante Frage. Wenn ich jetzt ein Iron Drill mache und das einfach nur verarbeiten will, ne? 2 in 5 Sekunden. Wir gehen hier nochmal voll ins Investment, Leute. Ich habe hier auch wirklich ein krankes Platzproblem, ne? Ich sage euch das. Wusste ich doch, dass jetzt diese nervigen Kohledinger kommen hier. Das ist ja wirklich, das ist ja sowas von nervig. Mann, ey, das ist ja alles so Kohle-Refiner. Die machen wir jetzt dahin, dahin, dahin und hierhin. Ah, warte mal. Ha, scheiße, ich habe ja eigentlich... Doch, es geht aber trotzdem, wir können so machen. Sehr schön. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, jetzt werden die alle verarbeitet. Weil das kostet eh fast nichts. Wir kaufen einfach den Money-Block. Weil sonst geht unser Item-Stack-Limit hoch und wir sind eh schon sehr, sehr nah. Das kostet gerade mal 100 Millionen, das ist nichts. So, so. 1,3B verdienen wir die Sekunde. Als ob das so viel gebracht hat. Ich habe da fast gar nichts gemacht. Ich habe noch 6. Warte mal, das gleiche Spiel können wir eigentlich noch weitermachen. So, jetzt haben wir alles verbraucht. Außer die Kohle meinen, aber die geben eh kein Geld. Die geben nur Geld in Kombination mit der Schmiede. Wir sind bei über 1B. Aber Item Limit ist auch, also der Server ist auch gut am Laggen. So, jetzt, wir müssen in der Rangliste sein. Das kann gar nicht. Check ich das von der... Also, warte mal, das sind 400 Millionen. Das heißt, das sind 490B. Aber das ist ja... Daily Cash Earned. Bensonheimer auf der 95. Weil es krass, ich verdiene halt 1 pro Sekunde jetzt, ne? Das heißt, sobald sich das aktualisiert, guck mal, der ist halt nur, warte mal, der ist ja nur 14 weg. Das heißt 14 Sekunden. Das heißt, wenn es jetzt aktualisiert, müssten wir krank noch weiter oben sein. Oh ja, Daily Cash hat aktualisiert. Lad schneller. Was sagt ihr? Ich sag 79. sage ich. Wir gucken. Nein, immer noch nicht. 70. Wir haben fast ein T. Ha, geil, Leute. Nice. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Die war ja wirklich anders erfolgreich. Wir haben uns komplett in den Olymp katapultiert von diesem Spiel. Flank dafür unbedingt den Like-Button. Wir müssen mindestens 70 Likes schaffen, weil ich Platz 70 bin, ne? Würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt in die Kommentare weitere Tipps, wie ich am besten diese Eisenfarm noch weiter optimieren kann, weil das ist arschkompliziert. Abonniert den Kanal kostenlos, um zu Team Benson zu gehören. Bis morgen, euer Benson.